Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Kurt Vanguard und heute schauen wir uns mal die Trophäe Das wird schon Mann an. Und dafür müssen wir in der Schlacht von El Alamein mehr Kills machen als Death. Und Death ist unser Mate da vorne. Und wenn wir ganz zum Schluss die Flaggs verteidigen, müssen wir einfach noch mehr Kills machen. So. Das ist jetzt quasi genau vor uns. Hier erstmal schon mit Granaten aufräumen. Das ist am einfachsten. Natürlich machen wir die Trophäe auch aufregend gut, ne? Das ist ja logisch. Weil dann sterben die Gegner schneller. Wir sterben schwerer. Also das ist alles gar kein Problem, werden auf Rekrut. So, du kannst auch abhauen. Leuchtsignal los, das. So, und jetzt zündet Das das Leuchtsignal. Die Schieße klebt uns jeder Krautfresser in der Gegend am Arsch. Mhm. So, hier so ein schönes MG liegen mit Magazinerweiterung. Das nehmen wir uns, weil damit können wir nämlich akkurat Kills machen, Freunde. Und so ein Ding werden wir auch brauchen, weil mit so einem kleinen 20-Schuss-Magazin kommen wir hier auf jeden Fall nicht weit. Das Leuchtsignal. Ja, und jetzt heißt es einfach nur noch Kills machen, Kills machen und Kills machen. Ich empfehle halt so ein LMG. Ich hätte gedacht, dass der Tag so endet. Mit ordentlich Magazin und eine Sniper nach Möglichkeit. Ach, scheiß drauf. Mit der Sniper kommt man hier auch sehr gut weit. So, und jetzt geht der Spaß los, Freunde. Wenn ich mal was sehen würde, wäre das natürlich ganz fantastisch. Oh. Ja, ja, ich muss mal nachladen, Kollege. Es dauert ein bisschen mit der Wumme. Hier sieht es soweit gut aus. Hier sieht es gut aus. Woohoo! Habt euch mit den falschen Ratten angelegt! Ach, das MG ist im Arsch! Dann nimm ein Gewehr, wir sind hier noch nicht fertig! Wo bleiben die Bomber? Die sollten sich beeilen, denn ich gewinne! Du gewinnst nicht! Ich gewinne! Du holst besser mal auf! Lukas! Halbkettenfahrzeuge von rechts! So, Freunde, ich hatte auch gesagt, dass wir gewinnen. Und das heißt auch, dass wir vorne liegen. Wenn wir nämlich hinten liegen würden, dann würde er was anderes sagen. Dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ihr auf der richtigen Seite seid. Dass ihr genug Kills schon mal so weit habt. Aber jetzt dürft ihr halt nicht aufhören, ne? Jonas, das ist schlecht. Nehmen wir halt mal die MP mit 64 Schuss. Was von links? Hier ist keiner. Der ist verarscht mich nicht. Du willst bloß die Kills haben. Was ist denn das hier? Scheiße. Die Krautfresser
Zieh nach links rüber! Ja, jetzt kommen sie auch schon links. Snacken wir uns hier mal ein paar Granaten. Wo ist denn hier noch wer? Jetzt kommen sie wieder. Das ging den Kollegen wohl zu schnell. Dieses Zurückgezucke beim angeschossen werden. Zum Kotzen. Lukas, da kommt Raumpanzer. Panzer? Scheiße, wie viele? Spielt das eine Rolle? Halt einfach drauf! Halt drauf, wenn man sich mit meiner scheiß MP Panzer kaputt schießen, oder was? Das ist auch lustig. Oh Gott, Bruder. Na komm hoch. Nicht. Wir müssen die Ärsche weiter abwehren. Was? Was ist das? Bomber! Fuck yeah! So, jetzt für unsere Bomberfreunde. Jacobs hat ein Leuchtsignal gesehen, das. Scheiße, ja, das. Da lag eine Kriegsmaschine, ernsthaft. Ach, scheiße. Gefallen, so, Soldaten. Und wenn die Bomber kommen, ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Ja, bekommen auch die Trophäe, wenn wir mehr Kills gemacht haben. Besinn dich da mal drauf. Und wenn du ihr Blut, wenn man die weiß, dass da eine Kriegsmaschine liegt, dann geht das Ganze natürlich noch leichter, gerade mit den Panzern. Das, wir uns das erste mal treffen, aber so der ist der Plan, so machen wir die Trophäe. Einfach da oben alles töten, was sich bewegt. Und in diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.